bin hier mit Shelly. Was ist das für ein Gefühl, heute nominiert zu sein? Es ist eine Riesenehre. Ich war noch nie auf so einem Event. Das ist mein erster roter Teppich und ich freue mich wirklich voll, hier sein zu dürfen. Und auch, es ist sehr schön gestaltet und die Ambianz ist einfach wunderschön. Erzähl vielleicht mal ein bisschen über deinen Film. Was hat dich natürlich dazu motiviert, den zu machen und wie ist er zustande gekommen? Also ich habe eine Lieblingssängerin, sie heißt Beth Crowley auf Instagram und YouTube und sie ist sehr berühmt dafür, dass sie Lieder schreibt, die basieren auf sehr berühmte Fantasiebuchreihen und dieser Film ist jetzt basiert auf die Buchreihe A Court of Thorns and Roses von Sarah J. Maas, auf das letzte Buch. A Court of Silver Flames und ich habe sie einfach angeschrieben letztes Jahr im Oktober und habe sie gefragt, ob ich ein Video für sie machen dürfte und ich habe es nicht erwartet, aber sie hat ja gesagt, obwohl sie mich gar nicht kennt und ich einfach irgendjemand in Österreich bin, den sie wahrscheinlich sonst nie kennenlernen würde. Sie hat sofort ja gesagt und sie hat sich auch riesig gefreut und immer als ich ihr einen Ausschnitt vom Film geschickt habe, hat sie so null negative Kommentare gehabt, sie einfach so, ich habe keine Wörter mehr zu beschreiben, wie sehr ich es liebe, mach einfach weiter. Also mit jemandem so zu arbeiten, der wirklich die Arbeit liebt und respektiert, die man macht, ist auch voll cool gewesen und ich bin ein riesen Fan von ihr, also es war einfach eine riesen Ehre, ihr so etwas machen zu dürfen und dafür habe ich dann in einer Woche alle Bücher lesen müssen, das waren 6 oder 7 Bücher, die waren circa so dick und ich glaube, das war einer der besten Teile vom Job, wo man einfach eine Woche auf der Couch sitzen muss, um die Bücher zu lesen. Da habe ich natürlich immer sehr gerne in die Nacht reingelesen, obwohl es Arbeitszeit ist, weil es einfach jeder wünscht sich, das eine Woche einfach Bücher lesen zu können zur Arbeit. Und dann habe ich 3 Monate daran animiert, wirklich von ganz früh in der Früh bis spät in die Nacht hinein, um es fertig zu kriegen innerhalb von 3 Monaten, weil ich habe alles wirklich alleine gemacht, außer der Musik. Das heißt, es gab 3D-Elemente, 2D-Elemente und die waren alle handgezeichnet. Also jede Szene, jedes Frame, das sich bewegt, ist eine komplett neue Zeichnung, die man dann neu selber machen muss. Wahnsinn. Also wie gesagt, die meisten Kurzfilme, die hier sind, haben natürlich ein Riesenteam dahinter. Wir haben hier das gesamte Team, also fast, also bis auf die Musik natürlich vor uns. Also auf jeden Fall mal Gratulation dazu und ja, Hut ab. Was steht jetzt für dich an? Was können wir von dir jetzt noch erwarten? Ja, vorgestern ist eigentlich ein neuer Film von mir rausgekommen, wieder mit derselben Sängerin. Und zwar habe ich einen Webcomic und Buchreihe, die ich selber schreibe. Sie heißt Rain, Angel of Freedom. Und ich arbeite daran, das als Animationsserie zu verwirklichen. Und dafür hat mir Beth Crowley den Titelsong geschrieben, den ich dann als so Opening-Sequenz für Animation animiert habe. Den findet man auf meinem YouTube-Kanal Erlance. Und man kann auf ihrem YouTube-Kanal das volle Lied hören, weil das Lied auf meinem Kanal ist die TV-Version, also die Kurzversion mit der Animation und bei ihr gibt es dann das volle Lied. Und von dem ab geht es dann weiter mit dem Webcomic. Einmal die Woche kommen neue Folgen raus und ich arbeite daran, Rain als animierte Serie zu verwirklichen. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, schön, dass du da bist. Wir wünschen dir viel, viel Glück mit deiner Nominierung. Und ja, schönen Abend noch. Danke vielmals. Vielen Dank.